Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Evoland 2. So, in der Folge möchte ich gerne mal gegen den großen Hüter kämpfen. Und zwar haben wir den ja in der Zukunft gesehen. Schauen wir mal hier hin. Wir müssen ja nur eine Zeitperiode nach vorspringen. So, der flog da irgendwo unten herum unter uns, oder? Irgendwo da war er. Oh, da ist er! Chris, ich kann von hier nicht viel sehen. Wir müssen hier ran, wenn wir CRS finden wollen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. In der Nähe des Hüters scheint es einige temporale Anomalien zu geben. Ein Grund mehr im Fern zu bleiben, meint ihr nicht? Beim Respekt, Fräulein Velvet, ein weiterer waghalsiger Vorstoß dürfte kaum einen Unterschied machen. Ja, das sehe ich ein. Nun, die endgültige Entscheidung liegt bei Chris. Gehen wir! Ja, natürlich! Ich glaube, fast bei den Piraten wäre es wieder weniger gefällig gewesen. Ja, kann sein. Wie geil! Warte mal, mit dem? Kann ich zurück auch? Nee, kann ich nicht. Ja. Aber nimm das mit. Ich brauch's zwar wahrscheinlich nicht mehr, aber ich nehm's trotzdem mit. Ach komm, der unten trifft mich immer. Kann ich aus unten werfen? Nein, was sag ich? Oh, das geht auch. Ja, alles klar. Ich kann fliegen oder normal gehen. Was war das jetzt? Okay, ich muss weitergehen. Keine Zeit zu warten! Oh! Fuck, alles verliere ich, Willem! Alter Vater! Was das jetzt? Der kommt mir daher! Den kann ich gar nicht kaputt machen. Junge, Junge, Junge! Und der letzte! Boah, das ist ganz so leicht! Ja, ist schon gut, ich kann. Du musst ja noch explodieren. Ah, fahr ich wieder genau rein. Oh nein, oh nein! Nein! Ich war zu langsam. Fuck, das dauert einfach zu lang. Einfach runter, einfach runter. Oh, jetzt habe ich dich. Baby. Oh,
Ja, war intelligent, dass ich jetzt die Fähigkeit eingesetzt habe. Boah, hat sich ja voll nicht gebracht. Ja, mach ihn doch fertig. Alter Vater, was ist denn jetzt los? Ich stelle mich gerade so richtig dämlich an. Level up! Huiuiui! 26! Ja, ja, machen wir, machen wir. Ach komm, machen wir so. Bam, 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 bam. Oh, die explodieren! So. Ja klar, schieß mich an. Ja, schieß mich an. Du schon wieder! Egal, Leben verlieren kann man ja. Beim nächsten Checkpoint geht schon wieder. Oh, mal kratzen, mal kratzen. So, jetzt geht's weiter. Gehen wir hier weiter. Nein! Na komm. So, geht doch, geht doch, geht doch. Wie lang ist das Level? Oh, das ist lang gewusst. Das sind gleich zwei. Das ist gleich drei. Wie viel Leben haben die denn? Oh, Scheiße! Bisschen zu viel im Abzug. Ja, so ist gut, so ist gut. Na komm. Ja, bitte, so geht das. Oh, Scheiße, oh, Scheiße. Ja, fahr doch rein. Ich lebe noch. Guck mich nicht an. Verdammter Wind! Der Checkpoint. Oh, da kann ich auch hin. Das geht sich noch aus, oder? Was hat mich das jetzt gebraucht? Ja, okay. Nein, was mache ich?
Jetzt sterbe ich. Fuck! Wieso? Der hat ihn nicht genommen. Ja, geht doch. Schnell, 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 schnell. Was ist das? Ist eine Mine? Oh, das macht gar nichts. Na! Dann nimm ihn doch hier endlich. Boah, das ist aber eine lange Wurst. Na komm. Ich schätze mal, dass ich sie ausweichen muss. Ja, machen wir mal so, ne? Jetzt wird er genau. Gar nicht mal so einfach. Oh, 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 oh. Der Wind aus jetzt. Oh, okay, das war zu knapp jetzt. Ah, komm, ich hasse den Typen. Da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Knapp. Boah, schnell darauf. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Boah, ich bin gleich down. Es läuft, es läuft. Gib mir Leben, gib mir Leben. Bin ich am Ende? Ich glaube ja. Was war das? Ich glaube, ich verliere an Höhe.
Da liegt ihr nicht falsch. Diese Kreatur sinkt herab. Sie wird abstürzen. Nein, Chris! Pina, Minos, Velvet! Was macht ihr denn hier? Wir sind hier, nun ja, wir sind gekommen, um euch von der Zerstörung der Zeit abzuhalten. Tut mir leid, Ceres. Doch wir dürfen das nicht zulassen. Nein, ihr versteht nicht. Es muss geschehen. Und es kann jetzt ohnehin nicht mehr aufgehalten werden. Ich habe das Herz des Hüters zerstört, er wird abstürzen und mir Zugriff auf das Projekt gewähren. Das Projekt? Was denn für ein Projekt? Ihr wisst nicht davon? Aber ihr seid doch ins Zeitalter der Mark gereist, oder nicht? Ich muss schnell handeln, damit mich Professor Giro nicht am Zerstören des Projekts hindert. Lebt wohl. Professor Giro? Aber ist er nicht tot? Offenbar nicht. Ja, offenbar nicht, ja. Seht her, der Hüter stürzt. Seht dort drüben! Könnte das die Anomalie sein? Wie ist das möglich? Wurde sie durch den Abschuss des Hüters erzeugt? Ich habe während des Abschusses eine Explosion gesehen. Das ist möglicherweise das, was Ceres meinte. Zugriff auf das Projekt im Inneren der Anomalie? Wenn das stimmt, müssen wir auf der Stelle dorthin. Wir müssen Ceres an der Zerstörung der Zeit hindern. Ich zähle auf euch, Chris. Was kann da reinfliegen jetzt? Oh, tatsächlich. Oh nein, schon wieder da drinnen. Ah, komm. Das war letztes Mal etwas noch nicht hier. Darauf würde ich meinen antiken Lieblingsfolianten verwenden. In Anbetracht dessen, wie sehr wir das Zeitkontinuum während gestehe ich ein, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Ich auch nicht. Wie dem auch sei, dieses Symbol sieht aus wie das auf dem Zeitstein. Stimmt. Der Zeitstein? Wenn man bedenkt, wie lange ich davon geträumt habe. Tja, dann wollen wir mal danach suchen. Wenn uns das Glück holt ist, führt uns das zu Ceres. Unsere Suche neigt sich ihrem Ende zu. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir ihn auf der verfluchten Insel zurückgelassen. Oh, na gut, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Kommentar da und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.